Ein herzliches Willkommen in unserer Stadtpfarrkirche St. Jakob hier in Schrobenhausen. Das gilt heute natürlich ganz besonders unseren Sternsingern. Hier in der Kirche und auch am Bildschirm unseres Livestreams. Das gilt aber auch unserem Diözesanbischof Dr. Bertram Mayer. Herzlich willkommen, lieber Bertram. Und allen Gästen, mit denen wir jetzt unseren Eröffnungsgottesdienst feiern dürfen. Besonders begrüße ich unter uns für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unseren Landrat Herrn Peter von der Grün und seine Stellvertreterin Frau Rita Schmidt, die Vertreter unserer beiden Städte im Landkreis, Herrn Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmeling aus Neuburg und Herrn Harald Reisner aus unserer Stadt Schrobenhausen. Grüß Gott auch unserem Dekan Werner Dippel und allen Mitbrüdern. Ja, lieber Georg, lieber Herr Stadtpfarrer Bühler, danke für die herzlichen Begrüßungsworte. Und du könntest Diplomat sein, Protokollchef im Bundespräsidialamt. Denn die Honorationen sind wichtig. Landrat, OBs, auch sonstige Repräsentanten, aber Könige, Monarchen sind noch höher und wichtiger. Und deshalb hast es du richtig gemacht, dass du die Sternsingerinnen und Sternsinger als erstes begrüßt hast. Die gehen heute vor. Und ich bin sehr, sehr gerne zu euch nach Schrobenhausen gekommen. Denn die Weltkirche, das Bistum Augsburg, ist heute zu Gast in SOB in Schrobenhausen. Das merkt man nicht nur am Nummernschild, wo ND relativiert wird, oft durch SOB, gibt eigene Autokennzeichen. Ihr seid ganz, ganz wichtig. Und es ist toll, dass so viele hier sind, hier aus der Stadt, aus der Pfarreiengemeinschaft, um sich heute segnen und senden zu lassen. Ich heiße auch alle willkommen, die per Livestream jetzt mit uns verbunden sind. Und ich freue mich riesig als euer Bischof, dass ich dieses Mal die Tür meiner Hauskapelle neben dem Dom habe öffnen können und zusammen mit einer doch ansehnlichen Gruppe von Königinnen und Königen diese Feier halten darf. Letztes Jahr haben wir alles nur per Video gemacht. Es war schon kläglich. Und heuer geht ihr wieder durch die Straßen. Ihr versucht auch den Menschen nahe zu kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich erzähle euch dann selber noch ein bisschen was aus meiner eigenen Sternsingerzeit, aber dazu später. Jetzt fangen wir erst mal richtig an, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus, der uns den Frieden vom Himmel gebracht hat, er sei mit euch. Herr Jesus Christus, du hast alle zu dir gerufen, die erschöpft und traurig sind. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Durch deine Hilfe konnten Blinde wieder sehen und Lahme wieder gehen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du hast deinen Jüngern aufgetragen, deine frohe Botschaft zu verkünden und Kranke zu heilen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir wollen beten. Guter Gott, du hast uns die Fürsorge füreinander und für die gesamte Schöpfung aufgetragen. Die Zukunft unserer Erde, des Globus, liegt nicht allein, aber auch in unserer Hand. Stärke uns für diese wichtige Aufgabe und komm jetzt in unsere Mitte, wenn wir auf dein Wort hören. Begleite uns durch diesen Tag. Segne unsere Mission in unseren Dörfern und Städten und bleibe bei uns alle Tage unseres Lebens. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Wir können uns schützen. In der Corona-Pandemie haben wir gelernt, wie wir uns und andere vor Ansteckung schützen können. Wir haben Masken getragen und Abstand gehalten. So schützen wir uns und die anderen. Wir können uns schützen. Im Südsudan haben viele Kinder Malaria. Das ist eine Krankheit, die man durch Mückenstiche bekommt. Die Kinder dort lernen, wir können uns schützen, wenn wir unter diesen Moskitonetzen schlafen. Da kommen die Mücken nicht durch und wir sind sicher. Wir können uns schützen. Überall auf der Welt ist es wichtig, dass wir uns die Hände waschen oder desinfizieren. Das lernen auch die Kinder in Ghana im Gesundheitsprogramm an ihrer Schule. Es ist ganz einfach. Hände waschen kann wirklich jedes Kind und es schützt uns vor Ansteckungen. Wir singen und beten nun gemeinsam den Psalm 91. Dieser Psalm spricht davon, dass Gott die Menschen behütet und beschützt. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zu Gott: Du bist meine Rettung, bist wie eine sichere Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Gott beschützt dich unter seinen Flügeln. Unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Seine Treue ist dir immer Schutz und Rettung. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, auch nicht vor den Gefahren, die dir am Tag begegnen, nicht vor Traurigkeit und Dunkelheit in der Seele und auch nicht vor Krankheiten. Denn der Herr ist deine Zuflucht. Du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. Dir begegnet kein Unheil, kein Unglück kommt dir nah. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.
sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja. Liebe Sternsingerinnen, liebe Sternsinger, liebe Gäste von nah und fern, unsere Welt ist von Gott geschaffen und gewollt. Er möchte, dass wir heil und gesund sind und heil und gesund werden. Dies ist ja auch das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion. Doch sind wir Menschenkinder von Anfang unseres Lebens an vielen Gefahren und Verletzungen ausgesetzt. Jesus ging es da genauso. Er war schon als kleines Baby sogar vom Tode bedroht. Da kommt Gott ins Spiel. Er greift ein und schickt einen Engel. Dieser weiß, was zu tun ist. Er rettet ganz praktisch aus der Gefahr. Ihr Sternsingerinnen und Sternsinger habt als Vorbereitung zu diesem Gottesdienst Engel gebastelt, die ihr mit konkreten Erlebnissen oder Namen verbunden habt. Jemand, der euch in Not zu Hilfe gekommen ist. Jemand, der euch eine zündende Idee gebracht hat. Jemand, der euch in Krankheit und Schmerz in den Arm genommen hat, jemand, der an eurer Seite ist, euer Schutzengel, dem ihr einen Namen gegeben habt. Die Engel haben wir eingesammelt und an dieser Schnur hier im Altarraum von St. Jakob aufgehängt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream übrigens bekommen die Engel zum Ende des Gottesdienstes als Fotos eingeblendet. Stellvertretend für all die vielen Engel bringt nun Cecilia ihren Engel nach vorne und sagt kurz, was es für ein Engel ist und wann und wie er geholfen hat. Vor einem halben Jahr hatte ich einen Sportunfall und habe mir die rechte Hand verstaucht. Deshalb musste ich 4 Wochen lang eine Schiene tragen. Ich weiß, wie schwierig es ist, nur eine Hand zu haben. Mein Schutzengel ist für alle, die eine Hand verloren haben. Ich wünsche ihnen, dass sie ihr Leben auch mit nur einer Hand meistern können. Mein Engel soll sie beschützen. Cecilia, ich weiß nicht, ob du schüchtern bist, aber vielleicht, der kommt ja auch von dir, der kommt von euch, dieser Engel. Ich freue mich,
dass ich auch von euch jetzt einen solchen Engel geschenkt bekomme, einen blonden Engel, ganz sympathisch. Blonder Engel war immer in Italien ein Nachtisch, nämlich Vanilleeis mit Pfirsichsoße darüber. Blonder Engel, Angelo Biondo, hat man das auf der Speisekarte sehen können. Ich hänge jetzt auch diesen Engel mit dazu und ich habe meinem Engel, dem Angelo Biondo, einen Namen gegeben, nämlich mein Engel heißt Raphael. Und ich sage euch jetzt gleich, warum. Aber jetzt hängt erstmal jemand diesen Engel auf. Der Oberpraktiker bin ich nicht. Wer mich näher kennt, der weiß das. Jetzt schauen wir mal. Ach, mit der Wäsche. Ja, mein Angelo Biondo heißt Raphael. Warum? Den gibt es nämlich wirklich als Erzengel, Kollege von Michael und Gabriel. Der dritte im Bunde heißt Raphael und ich nenne meinen blonden Engel auch Raphael. Kann mir jemand sagen, was Raphael übersetzt bedeutet? Raphael. Ihr braucht auch nicht Hebräisch lernen, die Priester frage ich lieber nicht, will ja niemanden blamieren jetzt nach Weihnachten, aber Raphael heißt Gott heilt. Mein Engel Raphael ist ein heilender Engel. Und auch in meinem Leben durfte ich öfter schon erfahren, dass es Engel an meiner Seite gegeben hat. Ich kann mich noch erinnern, ich war noch Student und bin mit meinem kleinen Auto, es war ein kleiner VW Polo, von Rom heim zu meinen Eltern gefahren, mitten in der Hitze. Und ich hatte noch dabei eine Ordensschwester, mit der ich bis heute befreundet bin. Und plötzlich in der Nähe von Verona, also nicht weit vom Gardasee entfernt, was passiert da auf der Autobahn? Da platzt mein Reifen. Ich habe versucht, gegenzulenken, hin und her, nichts. Und bin dann auf der Leitplanke gelandet. Gott sei es gedankt, da habe ich erlebt, dass ich einen Engel, einen Schutzengel gehabt habe, der mich behütet und beschirmt. Raphael, Gott heilt. Und die Sternsinger-Aktion heuer, sie steht ja unter dem Motto, gesund werden, gesund bleiben. Und schon am Anfang haben wir ja in diesem Anspiel gesehen, was das heute heißt, ungeschützt zu sein. Viele Leute sind nicht geschützt. Vor allem stellt das Kindermissionswerk, die Sternsinger, für uns alle Länder als Beispiele heraus in Afrika, wo es wirklich vielen Kindern hundsmiserabel schlecht geht. Nicht nur, weil sie nicht in Kindergarten und in die Schule kommen, nicht nur, weil sie in Armutsvierteln aufwachsen, sondern weil sie auch gesundheitlich schwer angeschlagen sind, ungeschützt sind, oft auch nicht geimpft bei Kinderkrankheiten. Das ist bei uns ja heute gang und gäbe, dass ihr euch schon am Anfang als kleines Bündel impfen lasst und die Eltern euch zum Kinderarzt schicken oder selber mitgehen. Und wir merken es jetzt, wie viel Angst wir haben vor der Pandemie, Covid-19, Corona. Und wir reden ständig davon, uns selbst zu schützen und damit andere. Ich kann dem nur beipflichten. Ich ermuntere auch immer wieder, wo ich kann, zur Impfung. Ich zwinge niemanden, das kann auch ein Bischof nicht. Aber ich ermutige dazu, an die Pflicht zu denken, sich
ernsthaft es zu überlegen, wenn noch nicht geschehen, freiwillig zur Impfung zu gehen. Nur so werden wir diese Pandemie in Schranken weisen können. Raphael, mein blonder Engel, Gott ist es, der heilt, der beschirmt und beschützt. Es gibt noch andere heilsame Engel. Und solche Engel seid auch ihr, meine lieben Sternsinger. Gerade jetzt versammelt in St. Jakob in Schrobenhausen, dann im ganzen Dekanat und Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, schließlich im Bistum in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, überall dort, wo Sternsinger sich auf den Weg machen. Ihr seid nicht nur Monarchen, Könige, ihr seid für mich Engel. Ich weiß von vielen Leuten, die sich heuer echt wieder riesig darauf freuen, wenn ihr kommt, wenn ihr klingelt, wenn ihr anklopft, sicher alles unter Corona-Schutzmaßnahmen, mit Maske, mit Abstand, aber auch wenn ihr nicht in jede Wohnung könnt. Es gibt Gänge, es gibt Höfe, es gibt große Räume, es gibt auch andere Dinge. Ich habe jetzt schon gesehen, ein Drive-In von Sternsingern. Überall könnt ihr hingehen, so wie es Drive-In-Kinos gibt, auch Drive-In-Königinnen und Könige. Ebnet der Weihnachtsbotschaft die Bahn. Auf diese Weise seid ihr Engel. Auch wenn ich weiß, dass manche von euch auch sicher kleine Bengel seid. So ganz heilige drei Könige seid ihr noch nicht. Es muss auch gar nicht sein. Aber ihr habt wirklich das Zeug, um auch unter Corona-Bedingungen den Menschen die Weihnachtsbotschaft zu verkünden. Und da bin ich euch ganz, ganz dankbar. Ich selber war als Ministrant Sternsinger und ich musste ganz klein anfangen. Ich war nicht nur selber ein kleiner Bimpf, ich bin auch jetzt als Bischof kein Riese, deshalb setze ich mir ja oft die Mitra auf, um ein bisschen größer zu werden. Aber ich war auch immer schon ein kleiner Junge, klein gewachsen. Und ich musste bei der Sternsinger-Aktion anfangen, zunächst mal als Lastenträger, da gab es noch viel Schnee, ich musste einen Schlitten schleppen und da wurden die Schokoladentafeln und Lebkuchen aufgeladen, die wir mitbekommen haben. Keine leichte Arbeit, aber ich war gerne dabei. Dann war ich einer der drei Könige und schließlich der Sternträger, die gibt es ja auch. Hebt mal ihr, die ihr Sternträger seid, eure Sterne hoch. Ja, hervorragend, wie viele Gruppen hier da sind, allein in Schrobenhausen. Und ich weiß noch, bei den großen Feiern, Herr Frasch, Herr Stegmeier hat sich auch darunter gemischt, wenn wir die Sternsinger-Rakete gemacht haben, das machen wir jetzt in der Kirche nicht, das machen wir dann wieder mal, wenn wir in der Turnhalle sind. Aber da ist Leben drin bei den Sternsingern. Die kleinen Engel sind manchmal Bengel. Eben nochmal Erinnerung an meine Sternsingerzeit, als ich gedacht habe, einmal sind wir in eine große Firma gegangen, dass der Firmenchef mehr Geld hätte, als er bei uns in die Kasse geworfen hat. Da hat es nämlich nicht geraschelt, sondern nur geklingelt. Was habe ich dann gemacht? War König mit Rauchfass und habe statt der Kohle eine kleine Stinkbombe losgelassen. Aber bitte nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber ihr merkt, auch ich als Bischof war nicht nur Engel, sondern kleiner Bengel. Und das gehört mit dazu in die Sternsinger-Aktion, dass ihr mit eurer Jugend, mit eurem Schwung, mit eurem Leben in die Weihnachtsbotschaft den Heiligen Geist reinbringt. Danke für diesen Dienst. Und so komme ich auch schon gegen das Ende meiner Überlegungen, die ich mit euch jetzt teilen will. Wenn ihr die Sterne hochhebt, dann zeigt das,
was der tiefste Sinn des Sternsingens ist. Ihr haltet den Stern hoch, dem die Könige, die Weisen aus dem Osten gefolgt sind. Und dieser Stern ist nicht nur ein Zeichen, ein Symbol, sondern da steckt eine Message drin, eine echte Botschaft. Für mich ist der Stern ein Bewegungsmelder, dass Gott da ist. Ihr wisst das selber, wenn ihr in einen dunklen Gang kommt und plötzlich geht das Licht an. Da hat sich was bewegt. Dieser Stern leuchtet den Weg, aber er ist Bewegungsmelder. Und zwar nicht nur, dass da am Himmel was geschieht, sondern der Stern ist ein Bewegungsmelder Gottes. Der Stern ist ein Werkzeug, das Gott benutzt, um zu sagen, Leute, aufgepasst, ich bin in Bewegung. Ich bin nicht weit weg, ich gehe mit euch. Ich bin der Immanuel, der Gott mit uns. Und so glaube ich, ist es gut, wenn ihr ganz stark das Thema Gesundheit und das sich schützen, sich nicht gefährden, in den Mittelpunkt rückt. Aber ich wünsche euch auch, dass ihr bei alledem nicht nur Social Distancing macht, das ist jetzt dran, ganz klar, aber dass wir Nähe suchen, dass wir nah bei den Menschen sind, dass ihr zu ihnen geht. Als Bewegungsmelder Gottes, ihr seid Engel, ihr seid Könige, ihr seid Stern. In diesem Sinne bin ich ganz dankbar, heute mit meinen lieben Mitbrüdern, mit euch zusammen und auch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Politik diese Aktion für das ganze Bistum bei euch in Altbayern zu eröffnen. Vivant, es leben die Sternsinger! Jetzt am Ende 2021 hinüber ins neue Jahr. Viel Glück, viel Erfolg und auch ganz, ganz viel Freude bei eurer Aktion. Ihr werdet dringend gebraucht, gerade jetzt in dieser dunklen Zeit. Amen. Gottes Engel behüten uns. Ich bringe einen Engel mit dem Namen Benson. Der Junge auf unserem Sternsinger-Plakat heißt Benson. Er lebt in einem kleinen Dorf im Südsudan. Südsudan ist ein Land im Osten Afrikas. Benson liegt im Krankenhaus, aber er lacht und ist fröhlich. Denn Benson hatte Glück im Unglück. Vielleicht war es auch ein Engel, der Benson beschützt hat. Benson ist nämlich von einem Baum gefallen. Im Südsudan gibt es viele Mangobäume. Und wenn die Mangos reif sind, klettern die Kinder in die hohen Bäume, um sie zu pflücken. Dabei ist Benson abgestürzt. Beim Fallen hat er sich an einem Ast verletzt. Später hat sich die Verletzung dann entzündet. Aber auch da war Benson gut behütet. Seine Mutter konnte ihn in ein Krankenhaus bringen, das von den Sternsingern unterstützt wird. Nach ein paar Wochen konnte Benson schon wieder spielen und vermutlich auch wieder auf Bäume klettern. Aber da ist er jetzt etwas vorsichtiger geworden. Und bringen uns sein Licht und Zauber und sein Licht.
Von Engeln war und ist die Rede und von Sternen, den Bewegungsmeldern, dass Gott mit uns geht. Ihm vertrauen wir jetzt unsere Bitten an und schauen besonders auf unseren Bruder Jesus Christus, der die Kranken geheilt und die Trauernden getröstet hat. Wir bitten für die Politikerinnen und Politiker, die sich für eine gute Gesundheitsversorgung aller Menschen einsetzen. Jesus, du Heil der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Männer und Frauen, für alle Mädchen und Jungen, die sich in der Kirche engagieren. Wir bitten für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Bertram und alle Bischöfe. Sie verkünden die Botschaft des Heils und der Erlösung. Jesus, du Heil der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle, die krank sind und Hilfe brauchen. Jesus, du Heil der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle, die andere Menschen heilen, für die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte und für alle, die in Krankenhäusern arbeiten. Jesus, du Heil der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Kinder in Ägypten, in Ghana und im Südsudan und für alle Kinder weltweit, die nicht so schnell Hilfe finden, wenn sie krank sind. Jesus, du Heil der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle, die gestorben sind, um das Leben in deinem Frieden. Jesus, du Heil der Menschen. Ich erhöre uns. Ja, Gott ist ein heilender Gott, er ist unser Arzt. Und im Blick auf den Engel Raphael, das heißt Gott heilt, wollen wir jetzt alles, was noch unheil ist im Leben, was unheilig ist, auch bei uns in der Kirche vor den Herrn hinbringen und die Bitten, die wir vorher ausgesprochen haben, nun im Vaterunser zusammenfassen. Ich lade euch jetzt alle ein, die Hände zu falten und gemeinsam das Gebet des Herrn zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, wir danken dir, dass du Benson, deinen Engel, zur Seite gestellt hast, dass er ihn behütet und beschützt. Behüte und beschütze alle Kinder und Jugendliche und sende jedem und jeder von ihnen einen Engel. Hier in dieser Stadt, im Landkreis und weltweit. Amen. Dass je mehr unsere
Tal von Bethlehem ist etwas ganz Großes und Wichtiges geschehen. Gottes Sohn wurde Mensch. Er bringt Frieden in unsere Welt. Sei unser Heil und unsere Freude, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich habe ja vorher gesprochen, dass wir auch wichtige Persönlichkeiten als Gottesdienstbesucher bei uns haben. Es ist Herr Landrat Dieter von der Grün, es ist Bürgermeister Harald Reisner, und wie schon gesagt, stellvertretende Landrätin Frau Schmidt und der Oberbürgermeister von Neuburg, Herr Dr. Kneling, und ich jetzt nicht erkannt habe, mögen das entschuldigen. Diese Personen stehen für alle wichtigen Leute. Und Ihnen darf ich jetzt diese Gaben, Weihrauch und Kreide in die Hand geben fürs Landratsamt, für die Rathäuser. Und entweder kommen die Sternsinger selber oder Sie machen es als Amtschef. Es ist auch eine schöne Sache, wenn Menschen, wenn Frauen und Männer in auch den Segen an die Türen schreibt. Es ist ein Statement, auch in der heutigen Zeit, dass in den Häusern, in denen wir arbeiten, auch Gott mit sich bleiben muss. Brauchen wir den nicht an. Also schön nochmal, dass ich hier da bin. Ja, liebe Sternsinger und Sternsingerinnen, bitte nehmt noch mal kurz Platz. Am Ende unseres diözesanen Aussendungsgottesdienstes für die Sternsinger Aktion 2022 möchte ich ganz herzlich mich bedanken bei allen, die heute mit dabei waren und mitgewirkt haben, dass wir miteinander hier in St. Jakob in Schrobenhausen diese Sternsinger-Aussendung feiern durften. Allen voran natürlich ein herzliches Vergelt's Gott unserem Bischof Bertram fürs Kommen und fürs Vorstehen bei dieser Feier. Auch allen Gästen, auch den Ehrengästen aus dem Feld der Politik, herzlich Vergelt's Gott fürs Dabeisein. Dankeschön dem Vorbereitungsteam der Ehrenamtlichen hier aus der Pfarreiengemeinschaft Schrobenhausen, unserem Techniker für die Ermöglichung des Livestreams, dem hoffentlich ja auch viele gefolgt sind heute, unseren Musikern und Musikerinnen, unserem Organisten für die musikalische Gestaltung unseres Gottesdienstes und natürlich ganz, ganz herzlich euch, den Königen und Königinnen und den Sternträgern und Sternträgerinnen, die heute gekommen sind zu diesem Gottesdienst und allen, die diesen Gottesdienst am Livestream mitverfolgt haben. Wenn wir jetzt dann nach dem Segen, den uns unser Bischof geben wird, dann das Schlusslied singen, dann wird euch, den Königen und Königinnen und den Sternträgern und Sternträgerinnen noch ein kleines Geschenk überreicht, eine kleine Tafel Schokolade, aber eine besondere, nämlich eine Engelschokolade. Mehr sage ich nicht dazu, das seht ihr dann. Die wird euch dann beim Schlusslied auch ausgeteilt.
Leider geht es natürlich nicht über den Livestream, aber alle anderen, die zuschauen, dürfen sich auch beschenkt fühlen. Als kleines Zeichen der Anerkennung und der Wertschätzung eine Schokolade von Missio und ein Segensbändchen als Dankeschön, dass ihr euch einsetzt als Sternsinger und Sternsingerinnen. Nach dem Gottesdienst werden wir miteinander aus der Kirche ausziehen und dann auf unseren Rathausplatz, den Lehnbachplatz ziehen. Und dort vor dem Rathaus werden dann die Sternsinger noch ihren Segen stellvertretend sozusagen für die Stadt Schrobenhausen und die Pfarreiengemeinschaft sprechen. Aber auch für alle, die eben bei unserem Livestream mit dabei sind, dürfen sich da auch mit eingeschlossen fühlen in diesen Segen. Wenn ihr da mit dabei sein wollt auf dem Rathausplatz, dann denkt bitte an die geltenden Hygienevorschriften, also Maske auflassen und Abstand halten. So darf ich jetzt unseren Bischof Bertram bitten, dass er uns den Segen Gottes zuspricht. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von alles in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Herr, unser Gott, die Weisen aus dem Morgenland haben sich auf einen weiten Weg gemacht, um das Heil der Welt in deinem neugeborenen Sohn zu finden. Unsere Sternsinger machen sich nun im ganzen Bistum auf den Weg, um vielen Menschen diese frohe Botschaft zu verkünden. Wir bitten dich, begleite unsere Jungen und Mädchen, die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg und bei ihren Aktionen in unseren Gemeinden. Öffne die Herzen der Menschen, denen die Sternsinger deinen Segen bringen und als heilende Engel unterwegs sind. So segne euch und allen, denen ihr die frohe Botschaft bringt, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.